Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es darum, ich erzähle euch Werkstatt-Stories. Ja, fangen wir sofort mit der ersten Story an, weil das auch eigentlich das erste Mal, dass ich, ja, ich sag mal so, verarscht wurde. Bevor wir mit diesen Werkstatt-Stories anfangen, möchte ich auch hier einmal hinweisen, dass ich diese ganzen Leute, mit denen ich jetzt irgendwelche Auseinandersetzungen hatte, diese Leute sind komplett von mir entfernt. Die kommen auch nicht mehr. Also die Kunden, die ich haben wollte, die sind auch alle geblieben. Und die ich nicht haben wollte, die sind schon wieso alle weg. So, erste Story erzähle ich euch. Das ist echt eigentlich, es ist traurig zugleich und witzig. Es war mir auch eine sehr große Lehre, warum ich das auch nicht mehr mache. Es geht um Ratenzahlung. Natürlich gibt es Kunden, bei denen ich das mal mache. Klar, aber denen kann ich auch vertrauen. Erste Story, fangen wir an. Hier hat man einen lieben Herrn gehabt, da habe ich immer das Auto repariert. Das war die Anfangszeit, wo ich hier war halt. Das war auch das erste Jahr, habe ich gemacht. Der hatte immer so Kleinigkeiten an seinem Auto, hat so einen Kadett C gehabt. Älterer Herr, den habe ich immer repariert, Autos haben wir repariert, alles gut. Der kam immer mit Kleinigkeiten. Mal lief der nicht richtig, mal zog der nicht richtig. Haben wir immer repariert, alles schön und gut. Bis er irgendwann zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey Jonas, ich habe eine Freundin, die kommt aus Dortmund. Hat einen Audi A3, das war Audi A3 8L. Ich habe immer noch den Auftragszettel hier nebenbei. 8L, da muss einmal eine Inspektion gemacht werden, einmal TÜV gemacht werden und einmal der Zahnriemen gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, gerne doch, ne, können wir gerne machen. Jetzt kommt das Aber. Sie will gerne in Raten zahlen. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem. Und wenn es geht, ohne Anzahlung. Da habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem, weil ich den netten Herrn doch irgendwo vertraut habe. Ich bin neu selbstständig. Ihr müsst euch vorstellen, du hast nicht so viel Geld. Ich hatte natürlich eine Werkstatt, Meisterbetrieb. Werkstatt muss natürlich versichert sein. Er war ja auch versichert, aber ich hatte keinen Rechtsschutz gehabt in der Zeit. Gar nichts. Da habe ich gesagt, okay, kein Problem, machen wir. Wagen kam, angeschaut, Bremsen vorne, hinten. Ich habe den Auftragszettel. Ich kann da mal gerne schauen. Ja, also ich weiß es noch. Ich habe doch gerade noch mal reingeschaut. Also Bremsen vorne, hinten haben wir gemacht. Haltet euch fest. Spurstangen haben wir links, rechts gemacht. Da war ein Querlenker kaputt, haben wir gemacht. Dann haben wir eine Inspektion gemacht. Eine große Inspektion mit allen drum und dran. Plus Zahnriemen. Plus TÜV AU. Haben wir gemacht. Wagen läuft super. Dass es nicht reicht, haben wir gesagt, ja, ich war ja neu und so. Hab das Auto nochmal schön sauber machen lassen und so. Na, Kollege war aufbereitet, hab noch dahin gegangen, hab das Auto nochmal, hab da nochmal was bezahlt. Also ihr müsst euch vorstellen, aus meiner eigenen Tasche sind so, ach, gute 800 Euro. Ja, aus eigener Tasche habe ich 800 Euro bezahlt. Jetzt kommt's. Dann haben wir das Auto abgegeben. Ich muss jetzt hier nochmal sagen, ich habe die Frau nicht einmal gesehen. Die Frau hat weder einmal unterschrieben, nur der alte Herr hat dafür gebürgt. Ich habe den damals noch gesagt, bürgst du dafür? Er hat gesagt, ja. Ja, er hat unterschrieben gehabt und so, hat das Auto abgegeben. Ersten Monat kam nichts. Zweiter Monat kam nichts. Dritter Monat, okay, ich rufe da mal an. Also ich habe bei der Frau angerufen, ich will den Namen auch nicht nennen. Ich habe da angerufen, die kommt aus Dortmund, hat einen silbernen A3. Und dann gesagt, ey, hallo, ACG hier, Jonas mein Name. Wir haben das Auto repariert. Die so, ja, hallo und so, ne? Ich so, ey, cool und so, voll nett. Ja, ich habe gesagt, ja, ich wollte mal nachfragen, wann Sie der Ratenzahlung beginnen wollen. 800 Euro, 900 Euro habe ich selber bezahlt. Könnt ihr euch vorstellen, was ich dann verlangen will dafür, ne? Da meinte sie zu mir, ganz frech. Also ich war da perplexed. Ich wusste nicht, was ich sage. Und das heißt schon was. Die hat zu mir gesagt, nein, ich zahle nichts. Dann ich so, okay. Ich so, warum wollen sie denn nichts zahlen, habe ich gesagt. Also wir haben den Auftrag hier. Wir sollten das machen. Sie wollen Ratenzahlung machen. Warum wollen sie nichts zahlen, habe ich gesagt. Und die hat gesagt, nein, ich bezahle nichts. Da meinte ich so, aber warum denn? Also wollen Sie, dass das alles hier vor Gericht geht und so? Ich bin voll nett geblieben, ne? Die so, ja, soll es vor Gericht gehen. Bei mir kann man nichts holen. Da meinte ich so, okay. Ich meine, fühlen Sie sich jetzt gut oder was war das jetzt? Was ist das jetzt? Also wollen Sie auch gar nichts zahlen? Also nicht mal so eine Anzahlung oder wollen Sie gar nichts zahlen? Nein, mache ich nicht. Und da habe ich erst einmal gesagt, krass. Was gibt es für Menschen? Also er hat für die Frau gebürgt und die Frau hat uns von Anfang an verarscht. Und das Geile war, ich kann mich noch auch sehr, sehr gut erinnern, wo ich damals noch gesagt habe, halt, ja, Bremsen mussten gemacht werden, natürlich, mach. Dann haben wir weitergeguckt,
Da haben wir die Querlenker gesehen, habe nochmal angerufen und habe gesagt, ey, die Querlenker müssen auch gemacht werden und die Spurstangen. Ja, macht, immer macht. Die hat niemals gesagt, nee. Die hat auch niemals gefragt, wie viel sie zahlen soll. Und ich war damals schon so irgendwie, denk dran, also das war die Anfangszeit, wo ich selbstständig geworden bin und ich war nicht flüssig. Ist so. Ich hatte Mitarbeiter, ich musste was zahlen die ganze Zeit. Wir haben natürlich günstig alles rausgehauen, was es geht, dass wir einfach Werbung für uns machen, ist klar. Ne? Und das war eigentlich unsere, ja, wir hatten schon natürlich größere Aufträge gehabt. Ja, das war natürlich einer der größten Aufträge, die wir sofort da hatten. Ne? Und das, da waren wir natürlich froh. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, da muss ich euch vorstellen, ich als Selbstständiger, ich war perplex. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ne? Ich habe natürlich da mal angerufen, wenn sie Hartz IV bezieht und da nichts zu holen gibt, dann kannst du vergessen, hat er gesagt. Dann kannst du machen, was du willst. Du wurdest da einfach nur verarscht. Und deswegen, und seitdem ist es auch so, ne, also du hast es einmal gemacht, dann bist du ja voll auf die Fresse geflogen. Und dann natürlich kommen dann die Leute, die es echt mal brauchen. Echt mal mit Ratenzahlung was zahlen wollen. Und du sagst dann nein, weil du einfach keinen Bock hast, nochmal so auf die Fresse zu fliegen. Stellt euch mal fast 1000 Euro, die ihr so einfach bezahlt habt. Ey, das macht ihr 3-4 Mal, da seid ihr pleite. Denkst du, die Frau hat das interessiert, ob ich alles zahlen kann oder nicht? Wer sowas macht, das ist Betrug gewesen. Ne, ich habe immer noch ihre Adresse, ich habe ihre Telefonnummer, ich habe alles. Aber was willst du da machen? Was willst du da holen? Danach habe ich natürlich Rechtsschutz gemacht, damit ich halt, wenn sowas passiert, ich in der sicheren Schiene bin. Aber auch wenn ihr sogar ein Schreiben geschickt gehabt, stimmt. Ja, hatte ich gemacht gehabt. Das ist schon fast 10 Jahre her, also deswegen. Aber da gab es einfach nichts zu holen. Das war halt blöd. Aber ich hatte ja noch den alten Herrn gehabt. Den habe ich natürlich zur Brust genommen, habe den angerufen, habe gefragt, so und so, was denn da passiert. Und der so, oh, hat sie das echt gemacht? Das gibt's doch nicht. Ich werde mit ihr reden. Die soll das doch zahlen, das kann doch nicht sein und so. Zack, habe ich den Mann auch nie wieder gesehen. Jetzt nachhinein habe ich gelacht, aber damals habe ich mich echt mies gefühlt. Dass die einfach was Gutes ausgenutzt haben, fand ich nicht gut. Ja, ein Selbstständiger, der 1-2 Mitarbeiter hatte und ja noch frisch war, ist es eigentlich, ja, das war schon schwer. Ne? Die Kohle hat natürlich gefehlt, die musste irgendwo her. Also mussten wir rein. Bei mir gibt es keine Ratenzahlung mehr. Da bin ich jetzt ein bisschen schlauer geworden in der Hinsicht. Aber ich finde es schade, dass es solche Menschen gibt, die einfach auf einem scheißen und sagen, ey, ist mir egal, ich verarsche den. Und die hat sich bestimmt nur einen abgelacht und gesagt, guck mal, wie ich den verarscht habe, den Türken hier und so. Ich sage euch eins, das hat man auch bei dem CL gesehen. Der CL, da wurde ich verarscht und was passiert? Ich habe A3-Büchern gekriegt. Da ist noch was passiert, was sie auch später noch erfahren wird. Karma, ich sage euch Karma. Und der Typ, der das Geld gekriegt hat, oder die Frau, die jetzt in dem Fall, ich bin mir auch 100% sicher, die wird mit dem Auto nicht glücklich sein. Vielleicht haben wir ja einen Fehler gemacht und der hat einen Zahnriemenriss gehabt oder so. Ich wünsche keinem was Schlechtes, aber wie die mit mir geredet hat, das war krass und ich bin aber trotzdem höflich geblieben, weil ich trotzdem an Karma glaube. So, in dem Sinne, lasst euch nicht verarschen. Nächstes Mal erzähle ich euch noch eine Story. Da gibt es Polizeieinsatz. Ein Kunde, der nicht zahlen will. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt gesund und lasst euch nicht verarschen. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Ciao.